So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Damir 1998. So, wir sind jetzt hier im Krankenhaus mit unserem Samuel. Wir hatten Instruktionen von so einem Heini gekriegt, die wir ausführen sollen. Hier lagen noch irgendwelche Sachen drin gerade und es ist auch schon wieder 5 Tage her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Also, folgendessen, lass uns beginnen und einfach mal versuchen, eine schöne Session hier zu starten. Und wir suchen uns einen wunderschönen Gang aus. Denkt daran, wir hatten hier das letzte Mal diese sexy Bodybuilder-Krankenschwester gehabt. Krankenschwester mit weit aufgerissenen Dekolletés. Es muss wahrscheinlich so sein in Amerika, weil sonst erfüllt es nicht das wunderschöne Krankenhaus-Klischee. Und da möchte man doch gerne. Patient sein. Was? Wie immer noch mal nachrülpsen immer. Da denkt man, huch, da steht noch irgendwo anders einer auf. Guck mal, achso, das, ich wollte gerade sagen, guck mal, der ist hier eingewickelt, aber. Weiß ja nur. Komm, F den. Gesundheitsflüssigkeit. Boah, Gesundheitsflüssigkeit. Kann man es nicht irgendwie anders nennen? Erste-Hilfe-Paket. Grünes Kraut. Cola. Nuka-Cola. Oh, der hat einen super Headshot gekriegt. War nicht von mir. Was liegt denn hier, Joram? Achso, das reflektiert von dem. Von dem Dings. Aha. Geschätzte Kunden, danke, dass Sie sich für den Sicherheitsspind Vortex T002 entschieden haben. Die Sicherheitsspinde dieser neuen Serie sind das Nonplusultra in Sachen aktuelle Sicherheitstechnik. Sie sind absolut unzuverlässig, unzuverlässig ist auch gerade unerlässlich für die Sicherheitsaufbewahrung von Wertgegenständen wie Luxusartikel und wichtigen Dokumenten oder auch für die Verwahrung Ihrer persönlichen gefährlichen Feuerwaffen. Der Vortex T002 ist weltweit unerreicht. Ausgestattet mit den neuesten elektronischen Verschlusssystemen gelingt es auch den versiertesten Hackern nicht, unser hochmodernes Sicherheitsschloss zu knacken. In Vortex Innovation, Vortex ist Zukunft. Ah, okay. Ich bin sowieso zu dumm zum Hacken, also folgedessen kann ich mir vorstellen, dass sie recht haben. Warte mal, wie war das? F und Dings war das, ne? F und Q war das, ne? What? What the fuck? What the fuck? Ja. Digga. Ah, ich hab das erste Mal was gehackt. Und das, wo gesagt worden ist, es ist doch sowas von sicher und unhackbar und hast nicht gesehen, was ist denn das? Munition. Nur, aber 22 Schuss, ne? Haben oder nicht haben, oder? Lass mich hier rein. Hallo, guten Tag. Kann ich ihn hier, oh. Kann er hier durch zu mir? Ja, dann lassen wir ihn doch einfach in Ruhe. Ah! Super, ich bin daneben geschossen. Voll Nacken. Bei Kopftreffer und er überlebt. Nachladen! So. Es ist ein totales Chaos. Das Krankenhaus wird zum tödlichen Labyrinth verkommen. Manche falsch angebogen und trotzdem Monster überhalten und weiter. Badadad, wesentliche Monster. Sie scheinen den Dreck, um sich der Sicherheit zu kümmern. Aha, ich verstehe ja, dass sie schnell handeln müssen, um den Ausbruch einzudämmen. Aber wir haben infizierte Kadaver bereits in den isolierten Teil des Gebäudes gebracht, was eine weitere Infektion verhindern sollte. Aber nein, sie haben den Befehl, alles zu verbrennen. Als wir also gerade noch dabei waren, einige Haufen der Leichen zu entsprechend zu präparieren, könnten sich plötzlich einige der Kreaturen befreien und wir den Funken ausrichten, um die Hölle auf Erden zu entzünden. Was die Sache noch viel schlimmer ist, die Tatsache, dass die Sprinkelanlage im Ostflügel des Krankenhauses funktioniert hat. Der größte Teil des Taktraks ist als unzugänglich. Es wäre unmöglich, diese Flammen mit einem normalen Feuerlöscher zu bekämpfen, bla bla bla, Stock und Todesfalle. Alles klar. Das sind so immer diese Informationen, die braucht man wahrscheinlich jetzt für das Spiel, damit man jetzt nachvollziehen kann, was in diesem Spiel hier tatsächlich oder in diesem Szenario überhaupt vorgefallen ist. Und warum stampft er denn so? Das ist Teppichboden. Hier ist Teppichboden. Wer bitte schön macht im Krankenhaus Teppichboden rein? Das ist Teppichboden.
So Fließteppich oder sowas. Was denn? Ah, da haben wir sie wieder. Die sexy Krankenschwester, sexy Nurse. Sie kniete vor mir. Wo kamen wir her? Wir kamen von da und wollen nach dort. Äffen wir. Quarantäneprotokoll! Hä? Moment, da kamen wir ursprünglich her. Hä? Ach ja, echt? Nee, warte mal. Jetzt, warte mal. Mach auf. Dann sind wir gleich durch die erste Tür reingegangen. Gut. Echt. Hallöle. Oh, ist das ein Labyrinth? Aber das haben die ja schon gesagt. Das ist ein Labyrinth aus... Ich habe da gerade so Flashback mit diesen Kollegen hier. Der war doch mal diesen einen Haus, der einfach nicht tot gehen wollte. Den wir immer und wieder, immer und immer wieder erschlagen mussten. Exit. Ah. Ein Operationssaal. Lass es doch. War der wieder. Die Flinte. Mann! Okay. Zwei. Schrotflinte. Warum nicht Schrotflinte? Ach du meine Güte. Diese hässlichen Kreaturen. Habe ich mir jetzt... So. Warte, was hat er so eine Klammer im Hals? Warum? Mir wurde das Gesicht entfernt. Der war mir einfach zu nah, deswegen konnte er die Waffen nicht wahrscheinlich anständig wechseln. Oh, so ein Scheiß. Was? Na komm, nimm mit. Genau. Analdrin-Druinen. Analdrüsen. Okay. Hier können wir. Das war einfach jetzt nur so da, oder was? Ich dachte, wäre was an die Dings geschrieben worden. Nur so da. Dann erwartet uns gleich so ein fetter Kollege noch im Dingens, ne? So eine Nase puppeln. Ey, ich fühle mich hier super verfolgt. Barkaridiert. Ach, hier war das. Alles klar. Nase kribbelt und juckt. Aufregung immer. Wenn man solche Gruselspiele spielt, den kribbelt und juckt die Nase. Aufregung. Den Energieriegel. Was ist das? Was haben wir da eingesammelt? GK-22 Munition. Na klar, die GK-22. Gute alte GK-22. Ja, die hat uns schon einige Male. Ja. Die GK-22 eben. Okay, werden wir hier, glaube ich, durch mit dem Flügel. Mehr Türen haben wir hier, glaube ich, abgesehen von dem Schlüssel, den wir brauchen, um den Aufzug zu betätigen. Macht auf die Tür. Ist immer so warm, ne? Also bei uns sehr total warm. Total heiß. Guten Tag. Glaube ich, spinnt. Die gute alte GK-22. Ich glaube, die GK-22 ist, glaube ich, eine normale Pistole. Kann das. Wollen wir mal gucken. Navigieren.
Wie komme ich denn zu den Weapons? Waffen. DGK-22. KSPO-6 ist die Pump Action. Okay. Ich habe auch jede Menge Motivation. Noch. Noch. Wieso haben wir mehr Munition als normale Feuerturmwächter im Gegensatz zu so einem richtigen Elite-Soldaten? Okay. Waren wir hier schon drin, ne? Ah! Ich glaube nicht. Aha. Was für eine sexy Krankenschwester. Sehr geschossen. Ah, da haben wir aber das Leben gerettet, ne? Also. Oder sie erlöst von all den Schrecken, den sie erleben musste. Und sie war hier verbarkaridiert. Kam hier nicht mehr so wirklich weg. Und dann haben wir einfach gedacht, wir graffitisieren ihr Gehirn einmal an die Wand. Ein schönes Gemälde an die Wand gezaubert. Aus Gehirnmasse und Blut. Ah, Mutti! Bleib! Warum? Ach ja, wir sind ja immer noch behindert im Kopf, ne? Stimmt ja, das habe ich ganz vergessen. Hallo? Wenn wir uns da mal nicht irgendwie... verfranzen mit. Ja, die Ärztinnen sind ja nicht so muskelbepackt, weil die müssen ja auch nicht so hart arbeiten wie die Krankenschwestern tatsächlich, ne? Ein baufälliges Gebäude hier. Ja. Wieder so eine sehr attraktive Gestalt. Er hat noch gefühlt, wenn sie Pumps an hätten, ne? Schuss jetzt. Dann hat nach dem Vogel. Na komm, jetzt, aber jetzt übertreibst du Samuel. Samuel. Ich dachte, ich nehme mal die Schrotflinte, weil ich irgendwie so ein mieses Gefühl hatte. Wenn die Musik allein schon so wird, ne? Hat es immer was zu bedeuten. Wir können immer schon den nächsten Schritt vorausahnen, wenn die Musik... Wieso geht jetzt auf? Uiuiui. Halt die Schnauze. Wenn die Musik gruselig wird. Sam here. Can you hear me, Doc? I'm in room 10. Mr. Mooker, what a pleasure to hear from you. Glad to know that you're still a fine specimen of good health. I can't imagine what you went through was easy. But the next step should be much easier. What am I supposed to do exactly? I don't see anything. Not to worry, Mr. Walker. You're in the right place. Although you can't see it, there's a special door in that room. Now approach the wall directly across from you with your DID. Der was Mauer? DID Mauer direkt gegenüber? Wieso? Wo willst du wissen? Ah!
Aha, Geheimräume. F drücken. Diese Räume können überall in Keenside gefunden werden. Sie werden von Hexacon-Agenten genutzt, um die Stadt des Schatten zu überwachen. Ja. Im Bereich drücken Sie F. Also so Typ. Ah, okay. Nicht dein Ernst! That's right. As you can see, thanks to that extraordinary device on your arm, you can access hidden rooms filled with the most highly classified materials. Now let's move on, shall we? In that room, around there somewhere, is the body of one of my men. A cleaner who decided to make a unilateral decision. What you must do is cut his right wrist and retrieve a small microchip implanted beneath the epidermis. A clean and simple procedure, wouldn't you agree? Now what the fuck else has to happen? Hidden doors? Implants with damn chips? Mr. Walker, I want you to listen very carefully. There are many forces at play which, unlike myself, you just aren't privy to. All you must do is do exactly as you're told, no matter how unsettling nor utterly unpleasant it may seem. Now hurry up and bring me that chip. Over and out. Was mir auffällt, dass dieses Spiel immer sehr viel zu erzählen hat, ne? So, Status fehlgeschlagen. Notizen dabei höchstwahrscheinlich der letzte aktive Probanden von Phase 1 sein. Ein Dinosaurier, gewissermaßen Phase 1, wurde in den frühen 40ern konzipiert, in etwa zur selben Zeit, als die Verteidigungsminister von der CIA Niederlassung in Hexacor bei der Kindzeit ermöglichten. Ja, errichten. Sie stellt dann tatsächlich eine biochemische Soldaten durchgeführt und eine Mutter der Probande mit Roland Redson auf der Mission gehandelt und im Weltkrieg die Kampagne reduziert wurde. Da war Schluss gehalten, dass wir selbst heute nicht darüber wissen. Diese Form war mit solchen Füllendex und irgendwelche Stoffe, die Dosen verabreichen. Man könnte vorschlagen, mit ihnen überteiligen, unorganisierten Exemplaren und Schuld zu weisen. Sie kamen gegen den Laufenden der sortierten entgegen oder die lange Daten oder das Personen oder so. Dann Befehle der Probanden. Die Probanden wurden von einigen Jahren in den Krankenhaus entlassen. Andere Probanden. Wegen der Räumlichkeiten verantwortlich. 48 Stunden vor. Keine weiteren Details. Ja. Mal gut. Du bist liegen geblieben. Wow! Das Lagersystem wird verwendet, um andere Ressourcen, die ein Agent nicht mehr auf eine Mission tragen kann, sicher aufzubauen. Kannst du dir dank der unterirdischen Verbindung zwischen Hexacon-Lager zu jedem Terminal eine Stadt zurück abholen? Das Handelssystem verwendet sich in Sicherheit Hexacon mit personalen Ressourcen. Ist über einen Tab kannst du Gegenstände austauschen. Über den Tab kannst du Hexacon-Ideen, sondern Tate, aber kannst du zusätzlich von Agenten manche Belohnung erhalten. Über Speicher-Tab kannst du den Fortschritt deiner Mission sichern. Okay. Das heißt, jetzt haben wir... Warte mal, Navigation. Ach, Quatsch. Ist schon bestätigt, ja. Wie komme ich denn ins Lager? Warte mal, mit E. Das sind Dings, brauche ich ja. So. Navigation. Tab wechseln. Wow. Oh. Ah, und was habe ich denn als... Ah, okay, das ist der Wert davon, erforderliche Objekte. Okay, man kann hier tatsächlich denn, der Handel, okay, super. Und wenn ich denn jetzt... Ja. Ach, da kann ich nicht einfach durchwechseln, hier, meinen eigenen Inventar. Ja, okay. Aber wo ist denn mein ID-Tags? Erstmal hier durchdüdeln hier die ganze Zeit irgendwie. Ich verstehe nicht, warum wir diese verdammten Klamotten tragen müssen. Ich verstehe ja, dass diese Firma für einen sicheren Arbeitsplatz sorgt. Wird aber der Laufende schon seit verdammten Jahren lächerlich in Aufführung. Während meine Kollegen scheiße. Okay. ID-Tags tauschen? Welchen denn? Ja, mal sehen.
Dr. Quaid. Speichern. Ach, das sind diese ID-Tags. Alles klar. Hier kann ich dann auch Überbrückungskabel kaufen. Aua. Okay. Okay. Ich dachte, das sind irgendwelche, ja, eben halt ID-Tags. Na ja, gut, okay. Gut. Dann mal wieder zurück. What the hell is going on in this place? Yeah. Secret control rooms? Continuous monitoring of the citizens of Keen Sight? Ach, fick doch die Henne, Alter. How is it possible? Gut, dann müssen wir jetzt doch was irgendwas einlagern. Wann nehmen wir das hier? Motivation brauchen wir immer. Okay, viel interessanter ist, hier ist noch ein anderer Raum, da kommen wir nicht durch. Ja, so ist das halt. So ist das eben. Höp. Kommen wir nicht mehr wieder, oder? Höp. Muss ich denn noch irgendwas Spezielles hier machen, oder was? Ja, ist ja gut. Muss ich das speichern oder so? Ich weiß das nicht. Dr. Quaid. Kann ich ja nicht. E-Lager. Bestätigen. Kann ich ja auch nicht. Ja, aber das ist ja korrekt. Da kann ich ja... Huch. Aha. Oh. Der Dompa-Text. Okay. Aber wofür ist das denn so richtig? Ja. Ah, jetzt können wir hier so richtig speichern. Okay. 3 Stunden 29 habe ich bis jetzt gespielt. Aber so wirklich... Kommen wir jetzt auch nicht mehr wieder raus. Wie ist das möglich? Dass wir hier nicht mehr rauskommen. Kinderchen! Das war's auf jeden Fall erstmal für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Hat mir Spaß gemacht. Und in der nächsten Folge kommen wir auch mit Sicherheit hier raus. Bis zum nächsten Mal.